Technische Frage, Sprache ist Deutsch? Nein, es ist natürlich ein universelles Problem, was es überhaupt überall gibt, natürlich überall dort gibt, wo es sehr enge Beziehungen gibt. Und der Film handelt ja nicht nur von der häuslichen Gewalt, er handelt halt auch als Gegenpol von der Übertragung von Liebe zwischen Mutter und Kind, was natürlich auch ein universelles Phänomen ist, wie wir alle wissen, weil sonst würde gar nicht existieren. A lot of questions in one question. There was a lot of questions in one. First of all, there is no really stylistic reference I have when I do a film. I just do a film as I think would be fitting the theme. We did not use any music because this film is a power ball, so it's like a Brechtian exercise in what is a human being. So I would feel very wrong if I would put like score music over that. We did use artificial light. In fact, we changed an entire house that existed. We tore out all the ceilings in order to create a situation where we could use artificial light in great, great enough to light every corner of the house. And so this is a wrong impression. But the film, however, does have a documentary look, that's true. For the sort of bad style, I don't think that film ever loses its way. It's like it's a slowly developing mosaic of things. And as a viewer, you have the liberty to put things together in the order that sort of suits you. This is one reason why maybe some audience may feel a little distressed at a moment when they feel they have to decide for themselves what is their interest. This is something an audience is not really used to, but I think it's very valuable because it does make you be deeper touched unless you decide to leave the film at that point, which of course is a perfectly free decision. Die Kapitel sind natürlich dafür da, dass du als Zuschauer wieder eine Distanz gewinnst und selber entscheiden kannst und merkst, dieser Film ist ein Film, der dich nicht einfach nur überrumpelt, sondern dass du selber als Zuschauer immer wieder schauen musst, was in dir selber dein eigener Standpunkt ist. Insofern ist es wichtig, dass es diese Distanz gibt, damit der Zuschauer sein eigenes Urteilsvermögen hat. Dieser Film ist ja eigentlich eine Frage an den Zuschauer mehr als eine normale Erzählung. Und es ist auf jeden Fall eine Parabel, die einfach die Frage aufwirft, was gebe ich weiter, gebe ich an Zerstörung weiter oder gebe ich Liebe weiter. Und natürlich ist es so, dass im Rahmen dieser Beziehung, in der die Frau langsam untergeht, natürlich tritt sie ein in ein ganz tiefes Depressionsstadium, natürlich tritt sie ein in einen Zustand, der auch sozusagen, klar, man könnte sagen, da bräuchte es jetzt einen Arzt, der ihr hilft, aber das ist ja genau das, was passiert in solchen Beziehungen, dass eben nicht zum Arzt gegangen wird, sondern dass die Beziehung selbst die ganze Welt zu werden scheint und so ein Ausweg gar nicht möglich zu sein scheint. Was den Schluss angeht, das Interessante ist ja, es gibt ja viele Zuschauer, die es gar nicht so wahrnehmen, dass das Kind am Schluss tot ist. Sie haben den Schluss so wahrgenommen, dass das Kind am Schluss tot ist, dass die Mutter das Kind umbringt. Viele Zuschauer nehmen das gar nicht so wahr. Das ist der Effekt dieser Kapitelstruktur, dass jeder Zuschauer das sieht, was ihm entspricht. Sie haben einen Film gesehen, in dem eine Frau eigentlich zur Psychiatrie gehen sollte. Das sehen andere Leute nicht. Das ist das Spannende für mich an der Struktur. Und das Spannende für mich, was ein Kinofilm sein kann, dass Leute rauskommen und sich sofort anfangen, darüber zu schreiben, was sie eigentlich gesehen haben. Und ich habe sehr viel gelernt und Philipp lässt halt auch nicht locker, der geht ja keine Kompromisse ein und es wird halt nicht geschummelt und gemogelt, wie es halt oft beim Film und Fernsehen leider passiert, aus Zeit- und Geldgründen, und wir haben aber nicht geschummelt und er hat insistiert und nicht locker gelassen, bis er das hatte, was er wollte, und ja, das war glaube ich so die Arbeit.